Hallöchen, Hallöchen, willkommen wieder bei Hogwarts. Und wir sollen mit Ihnen reden hier. So. Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Okay. Wieder verbessern? Auch nicht schlecht. Kann man die stärker machen? Das wäre nicht schlecht. So, neuer Tag. Neues Glück. Nachricht lesen. Oh. Dann. Hallo? Kann mich nicht bewegen. Ich sollte Sirona in den drei Besen. Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit sobald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Okay. Aber ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Wieso kann ich mich jetzt hier nicht bewegen? Ah, jetzt. So, gucken wir mal nach. So, was haben wir denn hier? Okay. Dann gehen wir mal zu Aufträge. Oh. Wir gehen mal zum Tierwesen unterrichten. So, kann man das auf der Karte gucken, wo das ist, genau. So. Das ist draußen, ne? Dann. Gehen wir mal hier hin. Guck mal, wir haben doch direkt hier auch eins. Okay. Ups. So, David. So. Dann gehen wir mal zu den Tierwesen hier. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor.
Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Okay. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass... Okay. Spaß macht. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Machen wir. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Okay. Und Kniesel hätte ich auch gern. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Darf ich das noch zu Ende füttern? Sehr schön. Okay, ja, dann komm her. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte, bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule.
In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Okay, machen wir. Psst, psst, hier drüben. Ja, sofort. Essen. Dann putzen. Na, schön. Und du? Ist auch noch schön verwöhnt. Ist noch ein bisschen upper. So. Okay. Mal hier. Seid ihr denn hier? Also seid die kleinen Dinger. Dann einmal putzen. So, da haben wir ja das auch alle gemacht. So, dann haben wir glaube ich auch alle, ne? Ja. Dann kommen wir zu dir. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Okay. Wo führst du mich jetzt hier hin? Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wohin? Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Gespannt. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Okay. Bin ich sehr neugierig. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Höflich? Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin.
Noch mehr. Schade, kann ich noch mehr geben. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Okay. So, aber abgeschlossen. Oh, Level 16. Oh. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt den nächsten Auftrag. So. Dann gehen wir da ein. Ja, zeig mal auf der Karte, wo das ist. Hier. Irgendwo. Oh. Ich hab da noch nichts freigeschalten. Okay. Mein hier irgendwo hin, ja. Dann reißen wir schnell da ein. Das sieht das schon geil aus. So, dann gehen wir mal da hoch. Was ist das denn? Was ist das hier? Revelio. Okay. Okay, dann kann ich wieder runtergehen. Ja. Ist nichts weiter. Hm. Muss runter, dort. No, falsch rumgegangen. Hier ist ein Dings. Akio. So. Bitte einmal da durch. Sieht das geil aus. Ja. Das wieder tauschen und das tauschen.
Incendio! Das sieht mir doch gar nichts. Da noch mehr? Das kannst du aber besser. Sind noch mehr. Okay, geht irgendwie nicht. Okay, da stehen 2, 3, 4, 1, 2. Meine Familie folgt. 2, 4. Mal, was steht da? Da steht eine 3, wie gesagt. 1. Dann hier. Aber irgendwie. Das wäre dann eine 3. Das ist eine 2. Ja, irgendwie geht das nicht. Okay. Ist denn hier irgendwas? Meine Familie ist seit Generationen in Ravenclaw. Eine Bande von Bücherwürmern. Bisschen merkwürdig. Das Dreieck ist eine 1. Meine Mutter. 1. So, was haben wir hier? Das wäre hier. Stimmt. Das wäre die 2. Was haben wir denn da Schönes? Oh, wir haben ein Geheimnis gelöst. Ja. Sehr merkwürdig hier. Was ist denn hier? Okay. Was infizieren müssen. Okay. Vielleicht ist ein guter Gegenstand. Was müssen hier? Oh. Okay, cool. Jetzt war hier nichts mehr, ne? Hier ist noch einer. Okay. Okay, auf jeden Fall haben wir ein schönes Geheimnis gelöst. So, dann gehen wir weiter. Danke fürs Geheimnis. So. Ich mach mal an. Danke. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Dach hoch. Was haben wir hier? Was ist das? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Mal bitte aufmachen. Danke. Was haben wir denn hier? Das ist eine Zusatzaufgabe. Könnten wir eigentlich annehmen, ne? Na gut, machen wir auch gleich. Hier ist auch ein Schloss. Was haben wir hier? So, aber ich würde sagen, dann ist die Folge hier erstmal vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.